Rate jetzt schon mal, wie viel ist das wohl wert? Auflösung kommt am Ende, aber Spoiler, es ist mehr als man denkt. Münzen zahlst du am besten bei deiner Bank ein, aber Achtung, das kann teuer werden. So viel verlangen diese Banken in der Regel dafür. Aber Kinder, Studis und Azubis zahlen oft nichts und bei denen hier ist die Einzahlung auch umsonst. Check also vorher lieber, wo und wie viel du einzahlst. Bei mir waren es übrigens 69,71 €. Hast du richtig geschätzt?